Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute werden wir uns eine andere Persönlichkeit ins Gesicht schminken und wir werden herausfinden, ist das noch Drogerie-Make-up? Ich habe so viele coole Produkte in den letzten Wochen und Monaten gefunden, die ich gerne mit euch nochmal gemeinsam auftragen möchte. Wir schauen, wie die Kombination ist. Es sind viele, viele neue Produkte, die es aktuell in der Drogerie oder online zu kaufen gibt. Und wir schminken daraus was Schönes. Auf einigen Produkten wurde ich so oft getaggt, ihr glaubt es nicht. Ich bin bereit für eine totale Transformation. Ich sehe aus wie mein... Möchte ich nicht drüber reden, aber ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle einen zauberhaften Start in den Tag. Bevor es losgeht, ich habe eine kleine Verlosung in dieses Video gepackt, denn ich weiß, dass viele von euch gerne auch eine Verlosung hier auf YouTube hätten. Und zwar hat Purish mir zur Verfügung gestellt einen 100-Euro-Gutschein für euch und ein Produktpaket von Love, denn ich habe ein paar Produkte von denen bekommen. Vor allen Dingen auch diesen Bronzer, den so viele von euch schon nachgekauft hatten. Ich setze euch alle Links einmal unten in die Infobox, schaut da gerne vorbei und alle Teilnahmebedingungen stehen auch einmal unten. Wir fangen an mit der Base. Ich habe meine Augenbrauen schon so ein bisschen rauf gemacht, Freunde, denn es war heute wild. Ich komme ein Stückchen näher, damit ihr alles seht. Ich habe zwei Foundations mitgebracht. Die eine kennt ihr schon, die andere kennt ihr eigentlich auch. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das untergegangen ist, denn ich wurde in den letzten Wochen so oft darauf getaggt, was ich gar nicht nachvollziehen konnte. Es geht um die Pretty Natural Foundation. Hattie hat die neulich im Video gezeigt und meinte wohl, glaube ich, dass sie ganz gut ist. Ich möchte nochmal mit euch auftragen, denn ich fand die auch gut. Allerdings mit einem kleinen Twist. Wir sind hier nicht, um eine Foundation zu testen. Nein, diese Visage braucht mehrere Schichten Foundation. Deswegen mischen wir das Ganze mit meiner absoluten Lieblingsfoundation 2020. Das ist das Rivaldo Loop Hyaluron Make-up. Viele von euch lieben das mittlerweile auch. Wir nehmen die dunklere Farbe, das ist die 04. Und aus der Pretty Natural Foundation von Essence habe ich die 220 Neutral Almond. Die Farbrange dieser Foundation ist fantastisch für eine Drogerie-Foundation. Mittlerweile ist es fast unmöglich, meines Wissens nach, einen Unterschied zwischen Drogerie und High-End-Make-up festzustellen. Ich erinnere mich noch so vor, naja, sagen wir mal, 2 Jahren, 3 Jahren, da war das schon ein großer Unterschied. Und ich trage mir als erstes die Foundation auf einer halben Seite auf. Ihr schreibt mir wie immer gerne einmal Color Match in die Kommentare. Beide Foundations zusammen ergeben ein Finish, das ist ein Traum. Die Hyaluron Foundation hat eine extrem hohe Deckkraft für das, was sie ist. Die Essence Foundation, die Pretty Natural, ist eher so ein bisschen neutraler und weicher. Ich blende das Ganze mit meinem Beauty Sponge ein und wie immer mache ich erst die halbe Seite, dass ihr direkt einen Unterschied erkennen könnt. Ich liebe diese Foundation von Rivaldo Loop. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, diese Foundation kostet 3,39 €. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich glaube, ihr seht sofort, was ich meine. Es sieht frisch, es sieht gesund aus. Und das sieht so ein bisschen aus wie die Dior Forever Summer Skin, nur mit ein bisschen mehr Deckkraft. Als Concealer benutze ich den Infallible Concealer aus 2 Gründen. Grund 1, er passt ins Video, weil ich weiß nicht, wie lange ihr mir schon folgt. Aber wenn ihr mir länger als ein halbes Jahr folgt, wisst ihr, dass vorher eigentlich nichts anderes als Tarte Shape Tape unter meine Augen gekommen ist. Mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen verändert. Meine Haut ist so ein bisschen nicht trockener geworden, aber ich merke, dass der Concealer sich direkt an meinem Under Eye separiert. Also da, wo die Haut dicker wird, sieht der schön aus und unterm Auge sieht der einfach furchtbar trocken aus. Was mir so ein bisschen das Herz gebrochen hat, weil das war mein Holy Grail Concealer. Für mein Bankkonto nicht. Dieser Concealer von L'Oreal tut das nicht. Also der trennt sich nicht so unterm Auge bei mir. Er ist wesentlich günstiger. Ich glaube, der kostet 11 Euro. Der Tarte Shape Tape kostet fast 30, also ein Drittel. Und der hält auch genauso lange. Ich finde, der sieht sogar unterm Auge einfach noch schöner aus. Und das ist das, was mir am Ende wichtig ist. Schreibt mir gerne eure liebste Foundation-Kombination in die Kommentare. Ich probiere das in den nächsten Wochen einmal so ein bisschen zu testen. Währenddessen, Freunde, gibt es Blush. Und ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, wo ich das auftrage. Aber das ist von Maybelline, der Cheek Heat Blush. Das ist so ein Cream Blush, Gel Blush. Geht so ein bisschen in die gelige Richtung. Ich nehme mir ein bisschen was. Also es ist viel zu viel, was ich hier benutzt habe. Viel zu viel. Und ich nehme dazu einen Stippling Brush. Ich nehme jetzt den von Luisa und Luvia und arbeite mir das so ein bisschen ein. Ihr seht sofort, wie schön die Farbe ist. Das war viel zu viel. Aber ich möchte diese Cremetextur, dieses gelige, so ein bisschen in die Foundation mit reinmischen. Das sorgt dafür, dass das frisch aussieht. Ihr seht es oft in meiner Hand, ne? Also das ist
wie Wasser. Ganz zart, ganz zart. Und ich bin gespannt, nächsten Montag, also morgen, geht mein Spendenvideo online. Also da brauche ich wirklich die Hilfe von euch allen. Teilt das Video morgen Abend mit allen Leuten, die ihr könnt. Lasst es nachts so oft durchlaufen, wie ihr könnt. Alle Einnahmen des morgigen Videos werden gespendet. Zeitgleich habe ich einigen von euch eure Make-up-Wunschliste gekauft und bestellt. Die sind auch schon alle angekommen. Ich sette das Ganze einmal ganz leicht und zwar benutze ich da das Ready for the Frill Puder von Rival Loves Me. Habe mein Bestes gegeben, Rival de Loup mitzuteilen, dass dieses Puder ins Standardsortiment muss. Für immer. Weil es einfach das schönste Puder ist, was ich jemals in der Drogerie gesehen habe, was lose ist. Das Einzige, was sie wegmachen müssen, ist der Geruch, weil der stört mich ein bisschen. Und ich nehme dazu einen Pinsel von Letizia, das sind die neuen. Und sette damit unter meinem Auge. Ganz leicht. Und ihr seht sofort, weich gezeichnet. Wie findet ihr die Base? Schreibt es mir gerne einmal jetzt in die Kommentare. Ich möchte ein weiteres Produkt benutzen, was ich euch, glaube ich, einmal gezeigt hatte. Und dann ist es irgendwie so in der Tiefe meiner Make-up-Sammlung gelandet. Und das ist das Trinidad Up Super Glow Baked Blush Highlighter Ding. Ich habe zwar schon so ein bisschen Blush drauf, der hat aber auch so leichte goldene Reflexe mit drin. Und erstmal, ich liebe gebackene, marmorierte Produkte, weil es einfach super hochwertig und super edel aussieht. Ich nehme dazu den Letizia Le Marc T2 Pinsel, gehe hier rein und hier seht ihr, ist so eine Glitzer-Ecke und das nehme ich mir auf, klopf ab und toppe das dann hier so ganz leicht drüber. Das ist vom Effekt ein super, super Dupe zu dem Natasha Denona Blumenblush. Ich zeige euch den mal auf der einen Seite. Der ist natürlich ein bisschen pigmentierter, baut da einfach den ein bisschen mehr auf, aber ihr könnt euch, also der ist 12 € und der kostet, glaube ich, 2 €. Wir kommen zu dem Produkt, um was es eigentlich geht, denn ich bin happy, dass es das jetzt bei Purish gibt. Das ist nämlich der Love Bronzer und Lou Bronzer. 95% ähnlich wie der von Hatice und Love. Und ich trage den mit dem Letizia Pinsel auf. Der ist ein bisschen wärmer, aber der gibt euch sofort diesen konturierten und gebräunten Effekt. Und für das Geld, was der kostet, und alleine dafür, dass er einfach so ähnlich zu dem Hatice Bronzer ist, ist das mega. Also das ist eine große Empfehlung von mir, dieses Ding. Es gibt in der Kollektion auch eine Tasche. Die seht ihr hier. Ist ganz süß. Ich benutze solche Taschen nicht, aber sie passt halt so zu diesem Vibe. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr mein Glow-Outfit für heute Abend gesehen. Heute Abend ist nämlich die Glow. Und mein Outfit ist diese Verpackung. Also im übertragenen Sinne. Und da würde die Tasche tatsächlich ganz gut zu passen. Vielleicht nehme ich sie sogar. Aber ich brauche eigentlich keine Tasche bei einer Live-Übertragung, wo es um die Lidschattenpaletten geht. Okay, das ist einmal der Bronzer. Ich wollte mit euch heute aber jetzt einfach nochmal die Lidschattenpalette ausprobieren, weil mich ganz viele gefragt haben, kannst du die nochmal testen? Und eigentlich wollte ich sie in eine Verlosung packen, weil es nicht so unbedingt meine Farben sind. Aber wir kommen aus der Komfortzone raus. Wir schminken heute einen kühlen grünen Look. Gehe als erstes in diesen Ton hier. Das ist so ein Transition Shade, eher so ein bisschen in die Mauve-Richtung. Und die setze ich mich hier oben hin. Ich finde es schade, dass es Love nicht mehr bei Rossmann oder DM, DM war es, glaube ich, DM gibt. Aber dafür gibt es sie halt jetzt bei Online-Retailern wie Purist zum Beispiel. Und die kriegen eigentlich immer alle Produkte direkt. Okay, die ist wesentlich dunkler, als ich gedacht habe. Love war schon immer so ein bisschen, fand ich. Es hatte für mich eigentlich gar nichts mehr mit Drogerie zu tun. Und ich mache mir das mal hier so ein bisschen ordentlicher, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so pigmentiert ist. Ich gehe jetzt gleich mit dem Pinsel in dieses Grün, weil das war eigentlich die Farbe, die ich haben wollte. Und setze mir das hier nochmal so mit rein. Und weil. Puh. She's dark today. Ich habe damit halt gar nicht gerechnet. Ne? Ich dachte, das wird so ein softer Natural Make-up-Look heute. Das hat eigentlich noch nie bei mir geklappt, ne? Aber egal. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in das dunkle Grün. Und das setze ich mir hier außen hin. Aber viel dunkler ist es nicht, ne? Ich gehe damit mal direkt auf mein komplettes bewegliches Lid. Ich glaube, das ist die erwachsenste Lidschattenpalette, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil sie einfach so sophisticated schreit, ne? Das ist. Wow. Ich gehe mit der grünen Farbe hier unten auch direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Ich habe gar keinen Fallout, ne? Ich wollte nämlich eigentlich eine Cut Crease ziehen mit diesem Produkt hier. Das ist auch aus der Rival Loves Me Ready for the Frill Eyeshadow Limited Edition. Wir tragen den jetzt einfach mal rüber. Lass das Ganze kurz antrocknen. Nehme mir meinen Schwamm
gehe in das Puder rein und mache die Kontur hier so ein bisschen sauber. Um den Übergang wieder so ein bisschen weicher zu kriegen, gehe ich jetzt mit meinem Finger in dieses Rot. Super cremiger Ton. Hätte ich mal die... Wow. Schaut euch das mal an. Das hätte ich mir hier so ein bisschen... Das mische ich mir hier so ein bisschen mit rein, weil... Oh ja. Jetzt wird's. Also es ist natürlich extrem dunkel gerade, aber das ist meine Schuld. Das habe ich ja geschminkt. Nicht die Lidschattenpalette an sich. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass sie so dark ist, ne? Aber eigentlich ist es eine coole Sache für einen sehr intensiven Look. Jetzt krasse Lashes. Eine rote Lippe vielleicht? Nee, es ist zu viel. Das sieht trashig aus. Ich mache mal kurz meine Favorite Lip Kombi rauf. Die sieht nämlich wie folgt aus, Freunde. Die trage ich auch heute Abend. Das ist der Nabla in der Farbe 3. Brauche Highlighter. Ich nehme meinen eigenen. Gib mir das hier hin. Nehme jetzt einen Liquid Lipstick von einer Marke, die ich euch nicht mehr zeige und auch nicht mehr erwähne. Nehme mir einen Concealer. Und lasse das Ganze kurz antrocknen und dann kommt ein Gloss rüber. Der ist jetzt nicht mehr Drogerie. Ich wollte eigentlich diesen hier benutzen. Der ist nämlich von Trended Up, der Pure Nude Lip Gloss. Der ist, glaube ich, nur ein Stückchen zu rosa hierfür. Wir probieren es mal. Na doch, geht. Ich würde mir jetzt normalerweise Lashes raufkleben. Ich traue mich ehrlich gesagt aber noch nicht. Aber das ist der Look mit der Love und Loop Kollektion. Schöne, also qualitativ mega. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Aber ich weiß, dass viele, viele, viele Damen diese kühlen, dunklen Töne mögen. Und wir haben ja auch hier diese Rottöne. Ich swatche euch noch einmal ganz kurz. Die auch super schön aussehen hier. Hier seht ihr sie mal so schlecht geswatcht. Aber es geht in die wärmere Richtung. Also man kann damit auf jeden Fall schöne Looks machen. Jetzt noch einen dicken Kajal. Habe ich jetzt nicht hier liegen, traue ich mich auch noch nicht. Ist das schon schön. Also es ist was ganz anderes als das, was ich sonst schminke. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denkt unbedingt an das Gewinnspiel von Love. Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. Folgt Purish bei Instagram, dem Account von Love. Und dann wird der Gewinner von mir persönlich nächste Woche Sonntag kontaktiert. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich verlinke euch hier einmal zwei Videos, die ihr euch gerne im Anschluss angucken könnt. Ich freue mich aber alle auf euch morgen. Ich brauche euch morgen Abend hier für unser Spendenvideo, dass wir 1000 Euro in den ersten Tagen zusammenkriegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.